extra raus, dass das Frühstück kitschig, gell? Ja, da redet sie in seiner ganzen Pracht. Hallo und Grüße aus Bad Gastein von der Bergstation der Graukogelbahn. Ich bin Flat dabei und heute geht es auf eine wunderschöne Tour. Allerdings ist es momentan super, super kalt und deswegen sehr ungemütlich. Und zwar gehen wir heute über den Balfnersee und die Balfnerscharte zum Rätsee und steigen dann wieder ins Kötschachtal nach Bad Gastein ab. Und da nehmen wir euch auch mit, weil sonst da frieren wir da nämlich auf den Bangerl. Hüttenkogel, Graukogel, Balfnersee, Balfnerscharte, Rätsee. 3,5 Stunden, ne? Ist gerade recht. Nicht verwirren lassen. Rätsee, Balfnersee, Balfner Oberalm. Ja, dann gehen wir zum Zirbenweg, oder? Ja, ordentlich kalt ist, nicht Bodenfrost. Das haben wir schon zu spüren bekommen beim Auffahren mit dem Lift. Also wenn ihr die Tour im Herbst plant, dann nehmt euch ordentlich was zum Aushängen mit. Da kannst du am Wasser liegen. Da kannst du oben rasten, wenn du willst. Aber ich glaube, bei der Köden willst du nicht rasten, oder? Zirbenweg, den verlassen wir jetzt, gell? Ja. Da hat sich jetzt interessanterweise auch die Markierung gewandelt, weil plötzlich ist der Bergweg nämlich als rot ausgewiesen und ganz ehrlich gesagt, der ist auch rot und nicht schwarz, gell? Und eine Eberesche in herrlicher Herbstfärbung hat sich da noch herauf verirrt. Die ist aber da fast schon weit und breit der einzige Laubbaum. Sieht man jetzt wunderbar eine in die hohen Tauern und das Dreigestirn aus dem Scheck, dem hohen Sonnenblick und dem Hochhahn. Das ist schon nett da, gell? Ja, halte! Ja, da vorne auf den Steinhaufen hinauf müssen wir. Dann kommen wir zum Balfnersee.
weiß nicht, ob man das auf der Kamera hört, aber man hört die Hirsche orgeln. Gibt es eine Geschichte, da hat vor einiger Zeit einmal eine Familie ganz verängstigt die Polizei angerufen, weil sie glaubt, haben einen Bär verfolgt. Wirklich ausgesetzt ist es nicht, aber geht ganz anständig runter, gell? Ja, es ist erstaunlich, was das für einen Unterschied macht. Einmal ums Eck und es ist um 15 Grad wärmer. Bei der Abzweigung, da gehen wir also rechts gerade um zur Balfner Hochalm und bei uns auf zum Balfner See. Ja, Wasser hört man, aber man sieht keins. Das wird uns heute noch öfter begegnen, auch im Abstieg. Ja, da tut er sich auf der Balfner See mit niedrigem Wasserstand, gell? Ja. Da ist es auch Herbst. Hinauf zur Balfner Scharte in 45 Minuten und zum Rehzeh in 1,75 Stunden. Na schön. Ja, wunderschön ist auch der Balfner See. Gibt's gar nichts. Ich verweise einmal mehr auf einen lieben YouTube-Kollegen von mir, nämlich den Jochen Bergwechsel-Kramer. Der war bei günstigeren Verhältnissen herum und hat vom Balfnersee eine wunderschöne Aufnahme mit der Drohne gemacht. Das entsprechende Video zu dem Balfnersee vom Jochen, das werde ich verlinken. Und wie ist das Muschelregelgelage am Balfnersee? Kann man das empfehlen? Sehr windig. Aha. Für uns ist die Tour natürlich noch bei weitem nicht aus, weil bei uns geht es hinauf dann zur Balfnerschatte und auf der anderen Seite wieder alles im Rätsel und da nehmen wir euch selbstverständlich auch noch mit. Ganz verschämt versteckt sich da hinten der Hoch an, gerade noch sichtbar. Also nach einer kurzen Rast geht es weiter hinauf zur Balfnerschatte. Das ist da ein total interessantes Gelände. Es sind nicht immer so Stufen. Ich glaube, der ist steil. Dahinter ist zwar flach, also ein Boden, wo auch noch Wohlgras ist, also Reste von der Seeleine anbaut sind. Ja, und dann jetzt wieder steil und jetzt wieder flach. Und irgendwann hört man dann die blöde Schatten da. Ja, da sind wir schon über 2800 Meter. Und wenn man schaut, sieht man immer noch, dass dank des günstigen Standortes zum Teil Lärchen wachsen. Eine Seeleine, eine extra Seeleine. Der Grat da vorne auf den Graukogelaufe, da wachsen wirklich auf der Gratschneide oben nur Zirbenbäumchen. Spannenderweise bis in eine Höhe von fast 2500 Meter. Eine wilde Szenerie, gell?
So, da ist sie jetzt, die Schatten zum Sehen. Ja, wie gesagt, sehr viele Geländestufen. So da! Falkner Scharte 2321. Hervorragend! Ah, da geht's halt noch für uns. Da im Vordergrund Hölterkugel. Ja, und dann Tischlerspitz und Tischlerkerkopf. Dieses Käse, dieser Gletscher da, der hat wirklich extrem gelitten. Wenn ein kleines Knäblein war, ist der mehr oder weniger bis in diesem Bereich von den Moränen da wirklich runtergegangen. Da fehlt zwei Drittel an Fläche und an Masse wahrscheinlich noch wesentlich mehr. WC sagt es in einem Viertelstunden. Naja, schauen wir mal. Schaut, da kämpft sich der Pedler herauf und weiß gar nicht, dass er die angegebene Gehzeit deutlich unterboten hat. Das werden wir ihm dann jetzt sagen. Ja, lieber Pedler, gute Leistung in 40 Minuten. Ja. So, Rostplatz ist fast schon kitschig, gell? Vor uns die Gletscher, hinten uns die Gletscher. Ja. Wer könnte das schöner haben wollen? Vom Andreasweg von Braukogel kann ich übrigens Leute herunter, da habe ich gesehen. Ja. So ja, bevor jetzt der Wind ganz auswackelt, gehen wir jetzt von der Balfner Scharte weiter und steigen ab in Richtung Windchaussee und dann Rätsel. Tatsächlich war die Theorie mit Habschi und Habschine richtig. Die beiden, die da runtergekommen sind über den Andreasweg, sind dann zum ersten Mal gegangen und waren ganz begeistert. Es ist auch wirklich eine schöne Tour. Auch da wiederum kann ich auf einen bekannten YouTube-Kollegen verweisen, nämlich nur einmal den Jochen Bergkessel genommen. Der hat das auch wunderschön dokumentiert im Aufstieg auf den Graukogel. Ja, da oben drohnen Zirbenbäumchen auf fast 2300 Meter Seehöhe. Und sowas wie da mit so Aussicht. Das macht schon richtig Laune, oder? Ja, das hat meinen letzten Rückblick auf die Scharte, die wird nämlich nachher zusehends verschwinden. Ja, liegt da schon schön da, gell, der Windschuhsee. Thank you.
Ja, wer kann sich an so einer Gegensatz sehen? He? Das ist schon was ganz was Herrliches. Mit dem Baumbestand kommen neue Herausforderungen. Weil da ist jetzt nämlich plötzlich Wurzeln möglich. Da schimmert schon der See vom Seekar. Der Seekar ist da. Indem du dem Weg folgst. Das ist vorne eine Furt. Das ist auch angeschrieben, schau. Ja, wenn man das Seekar erreicht hat, dann sind es immer noch ca. 150 Meter bis zum Rätsel. Ja, steil über Wurzelgeflecht geht es da bergab, gell? Ja, wie ich angekündigt habe, da ist Wasser zu hören, aber nicht zu sehen, weil das ist da unterhalb von den Steinen. Ja, da geht es jetzt drüber bei dem unsichtbaren Bach. Gluck, gluck. Lustig. So. Was jetzt so verdächtig bergauf geht, nähern wir uns jetzt endgültig dem Rätsel. Der Rätsel, ja. Und das Gasloch davor ist auch. Da ist er. Der Rätsel, in dem sich die Gletscher spiegeln. Rätsel in 1821. Da werden wir jetzt ein bisschen runterschauen, oder? Ja, und da liegt er. Sicher einer der schönsten Seen der Ostalpen, der Rätsel, wo sich die Gletscher vom Tischlerkar drinnen spiegeln. Rätselhütte nicht bewirtschaftet. Man kann zwar hingehen, ist aber zu. Ja, und ein wunderschönes Seelein, oder? Ja, Wollgras. Eine richtige sumpfige Landschaft zum Seeufer hin. Aber auch herrliche Rastplätze. Und den nehmen wir uns da jetzt. Ja, der Rätsel in seiner ganzen Pracht. Es ist jetzt wirklich schon ziemlich kitschig als Rastplatz, aber das macht nichts. Wir rasten da trotzdem. Was soll ich jetzt mit dem Blick sagen? Hä? Mit Sicherheit eine der berühmtesten Seeansichten, die es in den Alpen so gibt. Kitschiger geht fast nicht mehr.
Ja, so ein kleiner Abstecher zum Rätsel. Der zahlt sich definitiv aus. Und jetzt beginnt ein langer, mühsamer und steiniger Abstieg ins Kürzschachtal. Und dann ein bisschen ein mühsamerer Weg über den Asphalt zurück zur Talstation von der Graukugelbahn. Ja, jedes Mal, wenn ich da bin, ist der Abschied mit einer großen Demut verknüpft. So eine Landschaft hat man wirklich nicht alle Tage. Steiler Abstieg ins Kötschachtal. Ja, Bella, jetzt kannst du dich bewähren. Schau, da ist ja direkt trockener Fels. Toll. Ja, so schön bleibt es nicht wie da, gell? Wissen wir. Ja, als Kind bin ich da zum ersten Mal gewesen beim Rätsel. Das ist schon lang her. Sicher über 40 Jahre. Und da war noch dieser Abstieg, diese Steile, überall durch dichten Wald. Und wenige Jahre später, bei einem Föhnsturmereignis, hat es da wirklich ab einer gewissen Höhe alles abgerannt. Die letzten paar hundert Höhenmeter sind eigentlich komplett kahl gewesen. Ja, und in der Zwischenzeit sind doch Jahrzehnte vergangen. Jetzt können wir schauen, wie weit der Wald schon wieder ist. Ein bisschen was hat sich sicher schon getan. Ihr könnt es hinter mir erahnen. Das ist wirklich ziemlich mühsam. Große Steine und große Wurzeln. Wenn es da feucht ist, ist das wirklich zum Aufpassen, dass man sich nicht irgendwo blöd verstolpert und verknächelt. Ja, jetzt kommt man in den Bereich, wo der Sturm die Schneisen eingeschlagen hat. Da ist mit den alten Bäumen aus. Was ist der Jungwuchs? Ist sehr motiviert. Neuer Wald entsteht. Ja, das ist das eh. Das schaut jetzt die ganze Zeit so aus. Der Weg hat schon seinen Ruf weg von wegen sehr mühsamen Abstieg. Ja, sowas da ist nicht betoniert, sondern Fels. Und leider noch was. Ja, und da gibt es viel davon. Ja, der Abstieg vom Rätsel, das ist oft ein echter Hund. Das ist sowas von glatt zum Teil. Selbst mit Vibram-Sohle. Ja, da kann man eindrucksvoll sehen, wie der Föhn gewütet hat. Fichten, Lärchen und Birkenwald. Merkt man ganz deutlich die Birken als Pionierbäume, weil es halt wirklich vollkommen leer war da. Ja, schon langsam sicher ist für die Birken eh bald wieder aus und die richtigen Bäume übernehmen. Ja, da was da so erodiert, das ist der Redgraben vom Rätsel herunter. Mit ohne Wald ist der Boden auch gleich fort. Ja, schaut, was da verschiedene Birken gewachsen sind. Innerhalb der letzten 40 Jahre ungefähr. Da sind wir hinunter ins Kötschachtal, zur Himmelwand hinüber.
Es ist schon ganz interessant, dass so ein junger, aufkommender Wald, wo nur ganz, ganz wenige Bäume alte stehen geblieben sind, so was Mystisches an sich haben kann. Ja, im Abstieg von Reze ist bis zum Schluss ziemlich mühsam. Der Weg ist wirklich mit hohen Steinen, hohen Stufen und immer nass und immer glatt. Tja, wer hätte gedacht, er ist sogar ein Stück versichert. Na toll. Da ist einer abgerutscht. Aber der Weg war auch früher leichter. Bellas Begeisterung wird unüberbietbar sein. Ja, man mag es kaum glauben, jetzt sind wir tatsächlich herunter. Da vorne ist der Kötschachbach. Rezweg, Walfnerscharte, steiler Aufstieg. Ja, steiler Aufstieg, das steht nur deswegen dort, wenn wir jetzt schon herunter sind. Bitteschön. So, nach schweißtreibendem Abstieg endlich das Kötschachtal erreicht. Ja, und ausnahmsweise muss man anzogen. Ich habe da tatsächlich keinen Müll gefunden, den ganzen Weg über. Ne? Na. Es ist sehr traurig, dass sie da schon im Hochgebirge bald wissenswert so einen Borkenkäfer aufstellen müssen. Hm? Schaut, und da vorne ist endgültig die Brücke. Ah, die ist ja gar nicht mehr so abenteuerlich wie früher. Rezi! Walfnerscharte, 4 Stunden. So, jetzt sind wir also gemütlich im Kutschach da herunten. Jetzt brauchen wir nur mehr gemütlich auslatschen bis zur Seilbahnstation. Schau, die Himmelwand. Schau, was da für Lerchen drinnen stehen zum Teil. Ganz kühn. Die haben keine Höhenangst. Bei der Himmelwand können alle einkehren, die was nur 5 Minuten vom grünen Baum wegrennen wollen. Weil der grüne Baum ist ja jetzt pleite, oder? Ja, eine ganze Menge Schupftintling, schau. Ja, der letzte Sonnenstrahlen kannst du erhaschen. Jemals viel Betrieb war beim grünen Baum, gell? Das hat sich geändert. Es sind nicht mehr viele Hütteln. Hotel Grüner Baum geschlossen. Aber der Baum ist auch nicht mehr grün, ne? Von daher. Rätsel in 2-3 Viertelstunden. Nach Podcast 41 Minuten. Wer gut geplant hat, hat sich jetzt einen Bus angeschaut, der bis zum Graukogel geht. Oder wer hat nicht geplant und ging an die Straßen. Hartweg nach Podcast 1, ja genau, da gehen wir jetzt nur 1,5 Stunden. Ganz sicher. Das wäre schon zum Einsteigen, aber so schnell und so billig kommst du mir jetzt nicht davon. Ja, Bella, schön sein muss, nicht Glück muss haben, gell?
Genau, so haben wir jetzt eine Bergbekanntschaft getroffen, die uns tatsächlich noch mit dem Auto den letzten Kilometer mitgenommen hat. Und da haben wir jetzt nicht nachgesagt, weil der Straßenhalscher, das zahlt sich wirklich nicht sonderlich aus, wenn man nicht unbedingt muss. Und blöderweise ist uns der Bus auch noch bei der Nase vorbeigefahren. Ja. Weil überhaupt, ist alles zusammengekommen. Ja, nichtsdestotrotz, eine wunderschöne Tour ist es, den Abstieg dann und die Geschichte über die Straßen. Das muss man in Kauf nehmen für diese tollen Ausblicke. Ich hoffe, es hat sich für alle gelohnt, die zugeschaut haben. Und damit heißt es nämlich, ich bin Flatt dabei. Und ich bin Bello. Ja, und vielleicht sieht man es einmal auf einer anderen Tour. Und dann überqueren wir den Bach auf abenteuerlichem Steiglein. Nein, das meine ich nicht. Das ist ja nicht abenteuerlich. Nein, abenteuerlich war das, wenn du nur eins am Baumstamm hättest. Also alle Leute, die den Weg gehen und da nichts weggehauen haben, ihr seid Helden. Und die anderen, ihr seid so schlechter.